Kathi Hummels hat es nicht immer leicht. Besonders für ihre Schnappschüsse auf Instagram musste sie schon einige böse Kritik über sich ergehen lassen. Doch kürzlich wendet sich das Blatt und die Frau von Mats Hummels bekommt für ihre authentischen Bikini-Bilder sehr viel Lob. Ob sie damit wirklich gerechnet hätte? Wir treffen sie beim Mancherie Barbaratag in München zum exklusiven bunte.de-Interview. Ehrlich gesagt, nee, ich habe mir das Bild dann nochmal genau angeguckt, weil viele ja auch drunter geschrieben haben, danke, dass du dich so natürlich zeigst. Und ich denke mir so, warte mal, ist mein Bild so schlimm? Weil ich dann irgendwie, da zweifelst du dann auch an dir. Und dann habe ich halt mal genauer hingeguckt und man sieht halt einfach, da sind mehr Kilos drauf als früher. Da geht die 30-Jährige aber hart mit sich ins Gericht. Erst im Januar 2018 kommt ihr Söhnchen Ludwig auf die Welt und macht das Familienglück perfekt. Ob sie die paar Pfunde mehr wirklich stören? Ich bin nicht mehr so dünn und ich möchte es auch gar nicht mehr sein. Aber ich war früher auch nicht so glücklich wie jetzt. Jetzt habe ich ein paar Kilo mehr, aber auch ein paar Kilo Glück mehr. Also ich denke immer, das ist so eine Message, die man senden muss, dass man glücklich sein soll, so wie man ist und dass man auch zu sich stehen darf. Und nicht jeder hat eine XXS-Taille, aber dafür hat man andere Vorzüge und die sollte man betonen. Was für eine tolle Einstellung und ihre Fans sehen das wahrscheinlich genauso.